Guten Tag, liebe Genossinnen. Bevor es losgeht, ganz kurz ein Wir-müssen-leider-draußen-bleiben-Hinweis. Wenn Sie sich als männlich definieren, dann endet dieses Video hier für Sie. Du Tarzan, du abschalten. Jetzt. Das ist kein Witz. Guckt Sportschau oder Gronkh. Das Folgende sind Informationen für Frauen und von mir aus für diverse, aber nicht für die Herren der Schöpfung, haha. Okay, wer jetzt noch dabei ist und Brusthaare hat, dem wird später leid tun. Und euch, meine Lieben, ein herzliches Willkommen zu Episode 2 der Literary Lifehacks. Ich halte mich ja seit einigen hundert Jahren in meinem ganz persönlichen Valhalla, also jenseits, auf. Und da höre ich ab und zu von Frauenrechten, Emanzipation, Gleichstellung, haha. Entschuldigung, aber wer macht denn im Lockdown wieder die ganze Hausarbeit und Kinderbetreuung und den Job wie vorher? Und wer verdient viel weniger und sitzt auf keinem Chefsessel? Ja, wir Frauen. Männer kontrollieren nach wie vor die Machtpositionen und die werden sie auch nicht freiwillig hergeben, es sei denn, wir helfen ihnen ein bisschen dabei. Anders gesagt, der Kampf gegen das Patriarchat hat gerade erst begonnen und dafür bekommt ihr von mir 5 goldene Regeln, die ich durch meine Top 5 dümmsten Fehler entwickeln konnte. Mein Sweetie Siegfried hat mich zwar selber nicht so frontal angelogen, andere aber schon, allen voran Brunhilde von Island. Die hat er zusammen mit meinem Bruder Gunther so richtig aufs Kreuz gelegt, und zwar im Sinne des Wortes. Siegfried hat sich schön mit seiner Tarnkappe verkappt und erst für Gunther den tödlichen Brautwettkampf gegen Brunhilde gewonnen. Aua! Und dann hat er ihm auch noch in der Hochzeitsnacht geholfen, sie zu vergewaltigen. Nein! Und was mache ich, blöde Kuh, Jahre später? Ich hacke auf ihr rum, statt mich mit ihr zu verbünden. Grrrr. Ja, das war dann der Anlass für die Ermordung von meinem Siggi. Und ganz ehrlich, ich hab's verdient. Denn eins müssen wir mal lernen. Andere Frauen sind nicht erstmal Konkurrentinnen, sondern erstmal Kampfgenossinnen. Hoch die Frauensolidarität. Gehen wir einen trinken? Ja, okay. Apropos Tarnkappe. Ihr habt Geschmack, ihr wascht die Wäsche, ihr kauft die Socken. Also bleibt mal in einem Punkt altmodisch und sagt euren Männern, was sie anziehen sollen. Ey, das finde ich super. Ja, das heißt aber auch, wenn du mit den Jungs losziehst, bleibt die Tarnkappe zu Hause. Aber das wäre so praktisch nix da. Und noch ein Tipp. Wenn euer Siggi zur Jagd geht, dann zieht ihm Flecktarn an und stickt ihm keine Zielscheibe zwischen die Schulterblätter. Das war wirklich die idiotischste Idee, die ich je hatte. Aua! Wundert mich eigentlich, dass die Männer heute beim Jagen immer orange anziehen. Da trifft man sie ja irgendwie auch besser, aber wahrscheinlich gibt's immer Superhelden, die gerade aus dem Weg geräumt werden sollen. Die Ermordung des eigenen Ehemanns ist ein ziemlich unerwartetes Beziehungsende, wenn man sie nicht selber geplant hat. Also bei mir war sie das. Aber der noch viel größere Schock war, dass mir mein Arschloch-Onkel Hagen einfach Siggis Vermögen wegnehmen konnte. Also den Nibelungenhort. Das ist aber zu deiner eigenen Sicherheit. Nein! Nach eingehender Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass der Grund dafür ebenso einfach wie dämlich von mir war, Siggi und ich hatten keinen Ehevertrag. Ja, aber das ist ja auch total unromantisch. Also wenn Romantik bedeutet, dass Frauen das Denken einstellen sollen, dann bin ich gerne unromantisch. Keine Ehe ohne Vertrag. Ich bin ja als totales Prinzesschen aufgezogen worden. Hauptsache, du bist dekorativ und kannst Kreuzstich sticken. Das steckte so tief in mir, dass ich sogar nach Siggis Ermordung noch gemacht habe, was die mir gesagt haben. Geh nicht nach Xanten, bleib bei uns, wir kümmern uns doch um dich. Da wusste ich schon, dass das meine Feinde sind. Aber zum Glück hatte ich eine zweite Chance in Form von diesem osteuropäischen Oligarchen. Hallo, ich bin Etzel, der reichste Mann der Welt, marry me. Und Onkel Hagen so, nein, mach das nicht. Und ich dann natürlich, ja, mach ich. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich aus dieser Wormser Cosa Nostra rausgekommen bin. Also, macht dieselben Fehler nicht zweimal nach einer Niederlage, sondern wechselt die Ratgeber und wenn es sein muss, die Familie. So, jetzt habe ich ein neues Leben und jede Möglichkeit, mein Siggi-Verlusttrauma aufzuarbeiten und ich dachte mir, ich habe jetzt tausende von Kriegern als Angestellte, inklusive Superhelden. Jetzt locke ich doch mal meine Meshpoke zu einer Party hierher und dann gibt's die ultimative Rache. Und die kommen tatsächlich auch. Und was passiert, als es hart auf hart kommt? Die Typen solidarisieren sich. Nein, ich kämpfe nicht gegen Hagen und ich massakriere keine Unschuldigen. Ja, die haben die Regel 1 total verinnerlicht und am Ende sterbe ich selber. Aua! Das war echt mies, aber verdient. Denn mein Fehler war, ich habe mich auf männliche Macho-Spielchen eingelassen, von wegen ritterlicher Kampf.
Bullshit. Mit so einem Kampf tut ihr den Typen doch noch einen Gefallen. Wir sind keine Gorillas, wir sind intelligent. Wir wissen, wo es ihnen richtig wehtut. Also spielen wir doch mal nach unseren eigenen Regeln. Wenn ihr wirklich Rache nehmen wollt, dann zerkratzt dem Hagen doch erstmal sein Auto. Ey, das macht man nicht. Entführt seinen Hund. Nein, Blondie. Kauft seinen Lieblingsfußballclub und dreht ihm den Geldhahn zu. Nein, nein, bitte nicht. Das ist weibliche Rache, meine Damen. Und im Gegensatz zu diesem männlichen Massakern stirbt noch nicht mal jemand dabei. Auk! Ha! Ja gut, passieren kann es natürlich schon, so an gebrochenem Herzen. Jedenfalls lasst euch Zeit dabei. Denn wie das alte klingonische Sprichwort sagt, Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Im Prinzip laufen alle meine Tipps auf eine Superregel hinaus. Seid dem Gegner, also dem Mann, immer einen Schritt voraus. Nein, das wird die Romantik nicht versauen. Der Mann wird euch viel mehr achten, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Und er wird es bereuen, wenn er nicht tut, was ihr wollt. Damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Freundinnen. Wenn ihr neugierig auf noch mehr gesammelte schlechte Erfahrungen und ein paar gute von mir seid, dann lest doch mal das Nibelungenlied. Gibt's auch to go von Sommers Weltliteratur. Aber wie immer gilt, selber lesen macht glücklich und gelungene Rache. Also, macht auch glücklich. Und damit glückliche Tage. Macht's gut. Vielen Dank.